Am Samstag ging es für die Dachse der HSG Freiberg zum heimischen Auftakt des Jahres. Eine fast volle Halle und ein Kellerduell gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg, was es in sich haben sollte. Gute Handballvoraussetzungen für einen Abend im Dachsbau. Nach dem Anpfiff gelang es der HSG mit den Fans im Rücken, den ersten Treffer zu sichern. Doch Wittenberg blieb dran und traf zielsicher zum Ausgleich. Die nächsten Minuten waren schleppend. Ein Herantasten von beiden Mannschaften. Fehlwürfe, Fehler im Aufbau und Fouls deuteten auf den Spielfluss hin. Nur wenige Treffer fielen in der ersten Viertelstunde des Spiels. Doch dann der Schock. Während des 7 Meters verletzte sich Tino Henzel, Torhüter der HSG, am Kopf. Das Schiedsrichtergespann entschied auf Rot für Wittenberg. Denn auch das Gespann der beiden hatte es in sich. Von den Rängen aus erreichten viele Rufe die Schiedsrichter. Es offenbarte eine deutliche Unzufriedenheit und Fehlentscheidungen, die das Spiel durchziehen sollten. Eine zähe erste Halbzeit neigte sich dem Ende entgegen. Mit einem 8:13 Rückstand für die Dachse ging es in die Kabine. Die zweite Hälfte versprach mehr Tore auf beiden Seiten. Es wurde ruppig auf der Platte. Strapazierte Nerven, nicht nur bei den Gästen. HSGs Trainer Zenk gab von außen Anweisungen. Und auch wenn Treffer gelangen, zog Wittenberg erneut vorbei. Mit gelungenen Treffern bauten sie die Führung aus. Die heimische Mannschaft saß unter Druck und das immens. Ein Sieg muss her für den Klassenerhalt, betonte auch der HSG-Manager Stefan Lange vor dem Spiel. Die Minuten verstrichen und Fehlwürfe brachten die Dachse in schwierige Situationen, die zum Konter der Wittenberger führten und zu Treffern. Die Härte hinter dem Ball, Sicherheit und Emotionen fehlten dem Handballspiel der Dachse. Am Ende brachte es der HSG die 16. Saisonniederlage ein. Der Abstieg für das Freiberger Team ist nun in greifbarer Nähe. Es bleibt also spannend, ob die HSG den Dreh in der aktuellen Saison gelingt.